Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich finde, die schlimmste Droge von allen ist Nikotin. Die ist so hinterfotzig, ist unglaublich. Es ist ja so, dass man früher im Fernsehen Werbung gesehen hat dazu, und auch im Kino lief Werbung. Wenn man behauptet, wenn man aufgeregt ist, bei HB zum Beispiel, HB-Männchen, kennen viele ja noch, so ein kleiner Mann, der sich furchtbar aufgeregt hat im Alltag und dann hat er nicht geraucht und dann war er die Ruhe selbst. Also wurde einem suggeriert, Nikotin würde einen runterbringen und beruhigen. Also eigentlich so wie Cannabis wirken. Jetzt ist es aber so, wenn du das erste Mal eine Zigarette rauchst, das erste Mal dran ziehst, dann wird es dir einfach nur schlecht. Da wird es einem schwindelig, es wird einem schlecht. Aber trotzdem ist der Gierfaktor schon da. Irgendwas bringt dann dazu, das nochmal zu machen. Man muss sogar husten. Ja? Und trotzdem macht man weiter. Man hat gar nichts davon. Nach einer Zeit wird es einem nicht mehr schwindelig. Ja, es wird einem nicht mehr schlecht, gar nichts. Es hat sich normalisiert. Aber du kannst halt nicht mehr ohne. Und alle halbe Stunde wirst du dann rauchen. Es ist halt das Nikotin, was dich dazu bewegt, den Spiegel zu halten. Ja, immer wieder müsst du ihn halten, weil sonst du auf schlecht drauf gepolt wirst. Das siehst du, wenn Zigarettenraucher lange im Zug sitzen und fahren müssen, dass die dann anfangen, richtig hübbelig zu werden, richtig grantig auch und angepisst. Und das Erste, was sie machen, wenn sie den Zug verlassen oder den Bahnhof verlassen, eine Zigarette anzünden. Ich war ganz genauso. Ich finde das Verhalten heute rücksichtslos. Ja, ich habe es damals sehr schnell abgelegt, als es zum Beispiel hieß, an der U-Bahn darf im Bahnhof nicht geraucht werden, habe ich nicht mehr auf dem Bahnhof geraucht. Ich habe sie mir auch nicht auf der Treppe nach oben angezündet, sondern erst, als ich draußen war. Ich beobachte aber immer wieder, die Leute steigen auszünden an oder beim Raufgehen können sie es nicht erwarten, ihre scheiß Kippen anzuzünden und egal wie viele Leute hinter ihnen sind und den Rauch abbekommen, das ist denen ganz egal. Und das ist für mich rücksichtsloses Verhalten. Als ich glaube, das war 2006 oder sowas, habe die Schnauze voll gehabt von dem Rauchen. Ich habe Schwarzer Grauser geraucht, ja, selbstgedreht Tabak, weil es halt immer teurer worden ist. Als ich Kind war, hatte Schachtelzigaretten 2 Mark gekostet. Das wäre jetzt 1 Euro umgerechnet, knapp, für 20 Zigaretten. Als ich selber geraucht habe, hat es 4 Mark gekostet und ich weiß nicht, was es heute kostet. Auf jeden Fall bin ich dann auf den Tabak umgestiegen, habe selber gedreht, dünnere gedreht, damit es nicht so, aber trotzdem wie ein Irrer. Ja, ich war ganz schön abhängig. Ich habe überlegt, was kann ich denn tun? Also probiert mit dem Pflaster. Ja, keine Chance. Pflaster ist zu wenig gewesen, ich war trotzdem gierig wie blöd. Dann habe ich mir die Dinger hier geholt. Das ist noch das Mundstück davon. Das heißt, die heißen Nikorette Inhaler. Da kann man hier so ein Plastik-Ding reinstecken. Das ist eine durchsichtige Kunststoffpatrone, die ist versiegelt mit einer Alu-Membran und innen drin ist ein Stück Watte und da ist Nikotin drin, flüssiges Nikotin. Dann machst du das Ding zu, ziehst du dran und beim Ausatmen kommt kein Dampf, kein Rauch, gar nichts, aber es kratzt wie die Sau. Also es tut richtig ekelhaft schmecken, also es schmeckt wirklich widerlich und wie gesagt, es kratzt halt. Und mit viel Fantasie ist es halt das Kratzen von der Zigarette. So habe ich mir das eingeredet. Und man soll halt so nach 3-mal Zigaretten-Dingsbums das Teil da drinnen austauschen. Habe ich anfangs auch gemacht. Erst habe ich noch nebenbei Zigaretten geraucht. Und irgendwann ist mir eingefallen, ich könnte es ja benutzen zu Situationen, wo ich eigentlich nicht rauchen darf.
und muss nicht extra zum Beispiel in der Raucherpause draußen rausgehen. Ja, ich habe dann 10 Minuten Pause, aber ich muss nicht das Gebäude verlassen oder ich kann es verlassen, wenn schönes Wetter ist und dann halt keine rauchen, weil ich nicht muss. Und genau so habe ich dieses Verhalten gebrochen. Ich habe ja immer, wenn ich aus dem Zug ausgestiegen bin, gedreht schon vorher, also wenn ich raus bin, gleich anzünden kann, oder wenn ich aus dem Kino raus bin, sobald das Gebäude verlassen habe, gleich anzünden, oder wenn ich bei irgendjemandem aus der Wohnung raus bin, gleich anzünden, bei uns hier aus dem Haus raus anzünden. Und das habe ich damit gebrochen, auch das nach dem Essen eine rauchen müssen. Ich habe einfach während dem Essen zweimal, dreimal und dann musste nicht rausgehen und eine rauchen, weil ich hatte gar kein Verlangen mehr. Ich bin aus der U-Bahn oben, Treppe hoch, raus, hatte kein Verlangen, eine Kippe anzuzünden. Ja, aber ich halt keinen Nikotinaffen mehr hatte. Und jetzt ist halt das passiert eines Tages, ich habe vergessen, das Teil da drin auszutauschen. Und habe eine Woche in einem und demselben kleinen Dings da rumgenudelt. Und dann ist mir eingefallen, oh, könntest du mal wieder austauschen. Und dann ist mir gleich beim ersten Zug schlecht worden. Ich das wieder raus, das alte wieder rein. Und im alten weiter genuckelt. Dann habe ich das Teil hier weglassen, habe einen Stift im Mund genommen zum Nuckeln. Und dann habe ich zugenommen von 65 auf knapp 80 Kilo. Ja, ich habe es dann bleiben lassen. Bis heute bin ich erfolgreich geblieben. Das Ding. Und damals hat man es in jeder Apotheke gesehen. Jetzt haben sie hinten Spray stehen mit Kirschgeschmack, mit Zitronengeschmack, mit allen möglichen leckeren Shisha-Geschmäckern. Und Pflaster gibt es auch noch, Kaugummi nach wie vor. Aber die Teile hier, da musst du extra danach fragen, die müssen es extra bestellen. Die muss man ständig nachbestellen. Oder überhaupt in der Apotheke musst du es erfragen. Wisst ihr warum? Ich glaube, dass das so ist. Weil die Teile sind extrem erfolgreich. Du verlierst die Kunden. Die kommen nicht wieder. Die Spray-Kunden, die kannst du halten, weil das Spray schmeckt ja geil. Es gibt gar keinen Grund aufzuhören. Genauso mit diesen Juul und wie die alle heißen, diese Verdampfer, die man da jetzt gerade überall kaufen kann. Auch die Alternativen von Philip Morris und alles Mögliche, was halt gerade als Alternative angepriesen wird. Das sind keine echten Alternativen zum Aufhören. Das sind nur Alternativen zum Rauchen. Und es gibt, ehrlich, egal wie gerne jemand raucht, auch Zigarrenraucher oder jemand, der gerne Pfeifentabak raucht. Das sind ja so Genussraucher. Pfeife und Zigarre und so, das riecht ja auch noch gut. Aber es schmeckt, glaube ich, schon immer so lecker, wenn man es dann einmal raucht. Auf jeden Fall, wenn du das alles rumherum wegnimmst und jemandem nur das Nikotin gibst, dann macht es dem kaum noch Spaß. Und dann ist es gar nicht so schwer, einen Absprung zu kriegen. Also falls du da draußen gerade bist und sagst, hey Mensch, jetzt, boah, scheiß Zigaretten, hey, ich will unbedingt das Rauchen aufhören. Yes, das könnte eine Lösung sein. Nicorette Inhaler. Das ist jetzt keine Werbung. Ich kriege kein Geld von dieser Firma. Und ich habe das zufällig gefunden, dass ich noch eins hatte. Deswegen dachte ich mir, machst du mal ein Video zu Nikotin. Wenn ich schon Drogen bespreche, kann ich auch mal über Nikotin was machen. Und das ist echt eine Geißel. Und mit Cannabis, da könntest du Alkohol und Rauchen beides zusammen in einen. Weißt du? Von wegen, wir hätten dann noch ein drittes Problem. Weil das ist ja gerne das, was die Prohibitionisten uns immer noch anführen. Ja, wir haben ja schon zwei Drogen, wir brauchen nicht noch ein drittes als Problem. Es könnte aber sein, dass das eine dritte die anderen beiden ablöst. Dann haben wir nur noch eins. Okay, Leute, also wie gesagt, wer das Rauchen aufhören möchte, dem empfehle ich das hier. Und keine Dampfer, weil das Dampfen suggeriert ja immer noch dieses Rauchending. Das ist, ja, das, da fütterst du noch einen Affen zusätzlich, den es nicht braucht. Ich kenne Leute, die immer noch mit dem Dampfer rumrennen, mit dem Geschmäckern und angeblich kein Nikotin drin. Die sagen, ja, cool, ernst, wie du dir das damals erklärt hast und alles, und ich brauche gar kein Nikotin mehr, ich dampfe nur noch so. Da frage ich mich, warum dampfst du überhaupt noch? Wieso belastest du deine Lunge? Das ist unnötig. Wenn du die Geschmäcker haben willst, dann kauf dir irgendwas, was so schmeckt und nimm es im Mund und lutsch dran. Und verstehe nicht, weißt. Aber gut, muss jeder für sich wissen.
Es gibt Leute, die verstehen nicht, dass man Cannabis konsumiert oder dass man LSD nimmt oder dass man MDMA nimmt oder Speed oder Koks oder weißt du, geil, was. Die Leute verstehen es halt nicht. Ja. Und erst wenn die Mehrheit das Verständnis entwickelt, dass es Leute gibt, die sich berauschen möchten, aber keinen Alkohol benutzen dazu. Dass man kapiert hat, die Leute auch lässt, das Ganze aus dem schwarzen Schmuddel-Dings rausholt und ja, geprüfte Qualität und mit Höchstprozenten, das so, dass man sich halt nicht aus Versehen tot machen kann, wäre schon nicht schlecht, oder? Tja. Aber nur für die Leute, die gerne mal was konsumieren möchten. Für all die anderen, die das nicht verstehen können, ist das eine grauenhafte Vorstellung. Ja? Weil sie glauben, dass alle Welt die Kontrolle verlieren wird. Also, wo niemand der Kontrolle verliert, das ist ja alles die ganze Zeit nicht. Aber, ja, doch, ich denke mal, dass das die vernünftigste Lösung wäre. Was könnte mir lieber? Tschüss.